Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Das letzte Video in 2022, wenn ihr seht, ist schon 2023. Ich wollte einen kleinen Rückblick machen über das letzte Jahr, ganz persönlicher, sportlicher Rückblick, aber auch einen Rückblick nochmal mit Blick auf YouTube, was hier passiert ist, was sich ereignet hat. Und ja, mal gucken, was mir sonst noch alles einfällt. Ach so, ja, genau. Und dann als kleines Dankeschön für eure Treue gibt es ein neues Shirt. Dazu aber dann später noch mehr an anderer Stelle. Ich muss immer noch mal gucken, ob ich nicht Rechtschreibfehler habe. Das ist wie der Lehrer, der an der Tafel steht und nicht mitkriegt, dass er irgendwas Blödes geschrieben hat. Aber ich hoffe, es stimmt alles. Wie gesagt, es soll zum einen darum gehen, so ein bisschen sportlich zurückzublicken. Es war ein, ja, ich finde schon ein besonderes, besonders komisches Jahr. Aber auch noch mal zu schauen, was ist eigentlich auf dem Kanal hier passiert. Und ich habe mich auch bemüht, in der Vergangenheit es immer möglichst transparent zu halten, auch was ich für Einnahmen habe. Ich hatte das ja damals auch vor allem deswegen gemacht, weil es mich einfach interessiert hat, kann man mit YouTube Geld verdienen? Wie viel springt am Ende eigentlich dabei raus? Und da will ich euch gern zeigen, was da 2022 passiert ist und was da so ausschlaggebend war. Aber jetzt erstmal zum sportlichen Jahr. Da finde ich es offensichtlich, dass das Jahr zwei Hälften hat, bei mir jedenfalls. Und es gab die eine Hälfte bis zum Rennsteiglauf und dann die zweite Hälfte, die eigentlich eher durchgewurstelt war. Ich habe hier einmal die Kurve, die Fitnesskurve vom PMC-Chart, so ganz, ganz grob, ich blende sie hier gleich nochmal ein, wie sie richtig aussieht, nachgezeichnet. Ich wollte nur nochmal deutlich machen, dass ich ja einen wirklich super Start hatte. Meine Kurve hat sich wirklich kontinuierlich optimal, lehrbuchmäßig aufgebaut. Da hat wirklich alles gepasst. Ungefähr bis zum Rennsteig. Und das war ja das eine große Ziel von mir für 2022, den Rennsteig halt nochmal richtig schön zu laufen. Und dafür habe ich ja auch so kleine Wettkämpfe nochmal im Vorfeld gewählt, die halt möglichst ja schon ein bisschen Richtung Trailrunning gehen, halt mit vielen Höhenmetern, dass ich mich darauf gut vorbereiten konnte. Und ich hatte noch zwei Duathlons, einmal den Sisu Winter Duathlon und die Mountain Challenge. Da habe ich jetzt die Ergebnisse nicht nochmal extra rausgesucht, die waren halt auch irgendwas. Könnt ihr nochmal nachgucken, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber die haben so ein bisschen auch schon mal drauf vorbereitet. Aber dann natürlich spezifischer nochmal für den Lauf war dann der Kyffhäuser Halbmarathon. Und ja, da war ich gespannt und der hat auch richtig Spaß gemacht. Und da bin ich ja dann Sechster in meiner Altersklasse geworden, mit einer Zeit von 1,43. Ich weiß jetzt nicht mehr die Höhenmeter, die es sind. Und hat mir vor allem auch viel Selbstvertrauen gegeben dann für den Rennsteiglauf. Und da war ich dann am Ende 18. In der Arbeitsklasse, in der Altersklasse, mit einer Zeit von 3,40. Und das ist natürlich echt für mich jedenfalls eine super Zeit bei dem Höhenprofil. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, wie viel da mitgelaufen sind. Aber da finde ich Platz 18 ist schon, ja, also da war ich wirklich sehr, sehr zufrieden. Das war richtig cool. Ja, und dann ist es sowieso immer so, nach so einem ersten Höhepunkt, so einem A-Wettkampf, gibt es dann erstmal so ein bisschen, ja, dann will man regenerieren und dann kommt der Schlendrian, der sich so einschleicht. Dann kommt der Sommer halt auch noch und verreisen und man kommt nicht so richtig zum Trainieren. Und bei mir kam halt zusätzlich noch Corona hinzu. Ich lag halt flach und das hat wirklich ewig gedauert, bis ich so einigermaßen wieder in die Gänge kam, beziehungsweise ich hatte lange Zeit immer noch das Gefühl, dass es einfach nicht aufwärts ging. Und das war halt schon frustrierend. Und das war erstens kein richtiges Trainieren und zweitens dann halt wirklich nur auf sehr geringem Niveau, ganz kurze Distanzen und ganz langsam, einfach nur um nicht einzurosten. Ja, und dadurch gab es dann halt eben so eine Kurve, aus der ich auch nicht so richtig, also eine Kurve nach unten, aus der ich nicht so richtig rauskam. Und mein zweites großes Ziel, der Berlin-Man, Mitteldistanz-Triathlon. Ich habe ihn gemacht. Also erstmal habe ich dann die zwei Wettkämpfe, die ich mir vorher noch reingelegt hatte, als Testwettkämpfe, beide nicht machen können. Hatte immer noch gedacht, so, ah, vielleicht geht es ja doch, aber habe es dann gelassen, was auch gut war. Und ich habe mich dann echt beim Berlin-Man wirklich über die letzten Kilometer wirklich sehr, sehr gequält. Also das Laufen war wirklich eine Qual und das war einfach nicht mehr schön. Die Zeit war dann auch nicht so spektakulär. Also ich war immerhin noch 14. in der Altersklasse mit 4,47. Aber da gab es natürlich jetzt auch nicht so viele Teilnehmende. Und ja, insofern, ich war froh, dass ich das Ding noch durchgezogen habe, dass ich nochmal so ein kleines zweites Highlight hatte, nach dieser Dürreperiode mit vor sich hin Krebsen. Naja,
Und danach war natürlich sowieso erstmal die Luft raus und dann ging es irgendwann hier im Herbst wieder weiter mit dem Einstieg im Trainingsplan, was dann auch erstmal ganz gut war, aber dann eben seit November nochmal so eine Kränkelphase, die kam im Anschluss an den Teltowkanal-Halbmarathon. Da bin ich jetzt nur über 7,1 Kilometer gelaufen. Zeit hatte ich jetzt eben auch nicht mehr rausgesucht, aber da war ich Zweiter in der Altersklasse. Vielleicht jetzt auch nicht so repräsentativ, aber da habe ich zumindest erstmal wieder ein bisschen Schwung und Motivation getankt, dass es doch ein bisschen aufwärts geht, auch wenn ich natürlich da längst nicht bei meiner Bestform bin. Aber das war ja für mich persönlich nochmal ein sehr schönes Signal und hat einfach dann auch dem Training wieder so ein bisschen Aufschwung gegeben. Und wer die letzten Videos verfolgt hat, weiß, dass es natürlich alles noch nicht so super, super cool läuft. Aber ja, ich da ganz zuversichtlich bin, dass ich jetzt die letzten, ja, es ist nur noch ein halbes Jahr bis zum Ironman in Hamburg, da hoffentlich gut durchtrainieren kann und dann ja, hier am Anfang wieder eine schöne Kurve hinlegen kann bis zum Ironman. Das wäre natürlich genial. Aber wer weiß, was da kommt. Ich will mich jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Man weiß es ja nie. Ja, deswegen, also sportlich gesehen, war das ja so ein bisschen durchwachsen. Erste Hälfte fand ich sehr cool, zweite Hälfte, naja, geht so. Ich habe jetzt mir nicht die Mühe gemacht, Laufkilometer, Fahrtkilometer, Schwimmkilometer rauszusuchen. Könnte ich eigentlich mal machen, aber irgendwie interessiert es mich auch nicht. Doch, eigentlich interessiert es mich jetzt doch, wenn ich es so sage. Vielleicht schreibe ich es nur unten rein, wenn ich die Muße habe, die rauszusuchen. Dann könnt ihr das in der Beschreibung nochmal durchlesen. Und ja, dann war das 2022 und ich bin gespannt, was dann 2023 kommt. Da steht halt der Ironman in Hamburg fest und die Zwischenwettkämpfe habe ich mir schon so ein paar rausgesucht, aber bin da noch nicht ganz festgelegt, was da kommt. Da werde ich dann im späteren Video nochmal sagen, was ich da in der Zwischenzeit nochmal angehen möchte. So, der zweite Teil, da soll es mal Richtung YouTube gehen und hier nochmal die Insights. Die Zahlen sind relativ schnell runtergerasselt, aber ich möchte natürlich dazu noch was sagen. Ich habe im letzten Jahr, also in den letzten 365 Tagen, ungefähr 1290 neue Abonnentinnen dazu gewonnen. Herzlich willkommen an alle, die jetzt dazugekommen sind und habe über die Werbeeinnahmen 1800 Euro generiert. Da sind auch Einnahmen aus meinem kleinen Shop mit den T-Shirts. Das ist aber nun wirklich sehr, sehr kleiner Posten. Ich habe ja immer gesagt, ich will die Hälfte spenden an meinen Einnahmen. Ich habe dann immer noch so ein bisschen aufgerundet und beziehungsweise das, was im Shop gekauft wird über T-Shirts, geht hundertprozentig dann auch für einen guten Zweck raus. Und insgesamt habe ich 1500 Euro gespendet. Und diesmal ging es an die Welthungerhilfe und da nochmal die Aufforderung, wenn ihr kleine Projekte habt, coole Projekte habt oder kennt, die unterstützenswert sind, dann schreibt die gerne unten rein oder schreibt mir eine Mail. Dann kann ja anteilig auch da mal noch was hinfließen. Also da bin ich sehr offen, wo die Gelder hinfließen. Das sind jetzt natürlich nicht so die Mega-Einnahmen, aber ich finde, dadurch, dass man so ein bisschen Werbung erträgt, also ihr die Werbung ertragt, die da kommt, wobei ich glaube, mittlerweile kann man die auch gar nicht mehr komplett wegschalten. Auch wenn ich es nicht anklicke, dass das monetarisiert werden soll, finde ich, ist es doch eine gute Sache, dass dafür immerhin 1500 Euro woanders landen. Also vielen Dank, dass ihr hier euch die Videos anschaut und damit den Kanal und vor allem auch andere Menschen unterstützt. Dann gab es noch ein neues Format. Das hat, ja, wir haben uns nur einmal getroffen, aber es sind mehrere Videos entstanden und wir wollen es eigentlich regelmäßiger machen, aber wie das so ist, mit Tristan und Dominik, dass wir einfach schauen, wie wir unterschiedlich trainieren für Triathlon, welche Hindernisse wir bewältigen, was wir uns vornehmen. Und ja, wir werden auch noch mal uns treffen und neue Folgen drehen, aber wie das so ist im Alltag, es ist einfach schwer, drei Menschen unterzubringen und ja, da muss irgendwie alles stimmen. Aber wir haben noch lustige Themen auf der Agenda, also zum Beispiel Ernährung, das heißt einmal so zwischendurch Ernährung, also im Alltag, aber auch wettkampfmäßig, also auf welche Produkte setzen wir und überhaupt, ja, von welchen Produkten sind wir überzeugt. Das Schöne ist, wenn wir das zu dritt machen, dann wirkt es nicht wie Werbung, also als wenn ich jetzt hier irgendwas vorstelle, sondern das ist eher so unterschiedlich. Also die unterschiedlichen Perspektiven der Einzelnen kommen zu tragen und ihr könnt euch selber ein Urteil bilden, ob die Sache, die wir nutzen, für euch sinnvoll ist oder nicht.
Denn so direkte Werbung finde ich auch mal ätzend. Und da kann ich an der Stelle auch nur erwähnen, wenn ich hier irgendein Produkt vorstelle, ist es eins, was ich mir selber gekauft habe, was mich interessiert, was ich gerne ausprobiere und wo ich meine Erfahrung zur Verfügung stelle und wo ich jetzt nicht irgendwas über den Klee lobhudeln will. Es gab jetzt in letzter Zeit auch noch mal ein paar Rückfragen. Hey, gibt es nicht mal wieder was zur Apple Watch? Ich habe mich da ehrlich gesagt zurückgehalten, weil ich jetzt auch nicht nerven will, weil der Hauptfokus soll hier Sport sein, auch wenn ich ganz gern natürlich auch Produkte, die ich hier selber mir gekauft habe, hier auch vorstellen möchte. Aber es soll hier auch nicht zu so einem Produkttestkanal werden. Aber da komme ich jetzt zu dem anderen Punkt, dass wenn man sich anguckt, wo es die meisten Ausschläge für Einnahmen gab und auch die größten Klickzahlen, die sind ganz eindeutig da, wo ich Produkte vorgestellt habe. Also ich habe am Anfang des Jahres, hatte ich ja die EPX 2 getestet, die habe ich ja dann auch weitergegeben. Und dann im September kam die Apple Watch Ultra, die habe ich auch getestet, habe ich mehrere Videos in relativ kurzen Abständen gemacht. Und da gingen die Zahlen extrem hoch. Da hatte ich, glaube ich, in dem einen Monat, ich glaube, 300 oder 400 Euro Umsatz. Das ist ja Wahnsinn. Also wenn man richtig Kohle machen will, also für alle, die überlegen, dann lohnt es sich, glaube ich, wirklich immer wieder Produkte zu testen und davon zu berichten. Ich kriege dann in dem Moment auch wieder ganz viele Anfragen von irgendwelchen Firmen, die mir sagen, wir können dir was zuschicken, empfehle das doch mal. Ich habe das bisher alles abgelehnt, weil ich es irgendwie albern finde, weil ich mich dann irgendwie verpflichtet fühle, da irgendwas Tolles zu erzählen und die Produkte mich einfach auch überhaupt nicht interessiert haben. Also wenn jetzt Apple bei mir nachgefragt hätte, hätte gesagt, hey, wir schicken dir die Apple Watch, willst du die mal ausprobieren? Hätte ich natürlich ja gesagt, weil ich es mir sowieso selber gekauft hätte. Aber jetzt irgendwelche komischen Produkte, keine Ahnung, ich will jetzt auch nichts nennen, finde ich dann einfach albern, wenn ich die mir auch sonst nicht kaufen würde. Ja, also das heißt, ich werde probieren, den Sport im Vordergrund zu lassen. Ab und zu mal, wenn ich wieder was Neues habe oder ja, vielleicht auch mal so einen Erfahrungsbericht jetzt nach die Apple Watch nach ein paar Wochen und Monaten, dann kann ich das gerne mal einstreuen, wird es immer wieder mal geben. Aber ansonsten, wie gesagt, bleibt da Sport im Fokus und dieses Format, drei Leute bereiten sich auf einen Triathlon vor, lassen wir auch dabei und ihr müsst mir die Daumen drücken, dass wir einfach wieder einen neuen Termin finden, wo wir mal wieder ein paar Folgen drehen können. Ja, und jetzt komme ich zu dem Thema, was ich schon angekündigt habe. Hier ein Shirt, also vom Shop habe ich erzählt, dass alle Einnahmen hundertprozentig weitergeleitet werden, im Moment eben an die Welthungerhilfe. Und ich habe ein neues Shirt gemacht, iBike Berlin habe ich hier aufgeschrieben, aber ich habe zwei Produkte reingestellt, einmal mit Berlin, also für alle Berlinerinnen und Berliner ist es schon fertig, ja, gibt es auf verschiedenen Dingen hier, wie bei mir Hoodie oder T-Shirt, Turnbeutel oder Lätzchen oder Tasse. Ich habe aber noch ein zweites Design oder wie man das nennt, reingestellt, wo einfach nur noch iBike steht und dann könnt ihr selber am Rechner euch die Stadt eures, ja, eurer Sehnsucht dann reinschreiben, sei es Rot, sei es Frankfurt, Berlin, München oder was auch immer. Dazu musst du die Schrift AWO auswählen, dann ist es halt in einem Guss. Und dann könnt ihr euch euer personalisiertes Shirt machen. Und ja, wenn ihr Spaß dran habt, freut mich das natürlich. Das also war mein Jahr 2022, zumindest sportlich, beziehungsweise auf YouTube. Zwischendurch hat der Akku schlapp gemacht. Ich hoffe, dass dennoch alles drauf ist. Ich hoffe, dass euer Akku nicht schlapp macht und ihr ein richtig cooles Jahr 2023 habt. Ja, und dann bedanke ich mich, dass ihr die anderen Videos gesehen habt. Freue mich, wenn ihr die zukünftigen Videos seht. Gebt mir gerne ein Like oder wer noch nicht den Kanal abonniert hat, kann den auch jetzt noch abonnieren. Und dann wünsche ich euch wie immer gutes Trainieren und ja, fürs ganze Jahr alles Gute. Bis dahin, ciao, ciao.